herzlichen Dank an die Elf. Klingt ganz schön wehmütig hier am 11.11. in Stuttgart, aber so in Stuttgart am 11.11. ist in Stuttgart nicht Helau, sondern vom Anhütritt hört man da was. Bevor wir noch nun abschließend zu den beiden Bürgerbegehren kommen, möchte ich ganz, ganz herzlich einmal Walter Steiger danken. Er filmt hier seit der 8. Montagsdemo. Die ersten 7 hat er nicht gefilmt. Seitdem ist er jede Montagsdemo dabei. Die 194. ist einmal ausgefallen, meinte er vorher. Seitdem, für mich ist das praktisch jede Montagsdemo gefilmt als Monats 21. Sie sehen am nächsten Tag dann auf BAA, bei abrissaufstand.de, immer seine Filme eingepflegt von uns. Vielen herzlichen Dank, Walter Steiger! So, kommen wir zu den beiden Bürgerbegehren. Da natürlich an Sie die Frage, haben Sie schon alle unterschrieben? Jawohl. Haben auch Ihre Familien oder in Ihren Familien schon alle unterschrieben? Und Ihre Nachbarn? Und dürfen Sie eine Liste in Ihrem Buch, in Ihrer Buchhandlung auslegen? Oder beim Gemüsehändler? Kennen Sie Leute, die auch gerne mehr machen möchten als nur unterschreiben? Oder auch Sie selber? Möchten Sie selber mehr machen als nur eine Unterschrift leisten? Möchten Sie dazu beitragen, dass beide Bürgerbegehren erfolgreich laufen? In den Medien ist es zumindest so, dass die Medien über beide Bürgerbegehren berichten. Wir hatten letzte Woche in der Stuttgarter Zeitung einen Artikel, morgen berichtet die Cannstatter Zeitung über Stommer 21 und über Leistungsrückbau S21. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir die Nachfrage nach Flyern und nach Unterschriftslisten als Maßstab nehmen, dann läuft es wirklich super. Dann brummt es tatsächlich, so wie mich die Stuttgarter Zeitung letzte Woche zitiert hat. Und nun planen wir eine große Veranstaltung, eine große Infoveranstaltung im Rathaus und wir planen eine große Vernetzung in den Stadtgebieten. Dazu bitte ich auf die Bühne eine der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens Leistungsrückbau S21, Joris Schöller.